Herzlich willkommen bei Gran Turismo 7. So. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Einmal das machen. So. So, wir müssen die Supras sammeln. Das ist in jedem Bereich ein Rennen. Ich darf mit dem Wagen teilnehmen. Ach, ist ja super. Echt doof. Ja gut. Fünf Runden. Dritter Ort. Minimum werden. Okay. Wie viele Fahrer nehmen teil? 10 Minimum. Ach, 15, 16. Gute Moment. Gar nicht so gewohnt. Boah. Nicht anstupsen, sonst geht unser Bonus weg. Noch haben wir den Bonus für saubere Fahren. Das, obwohl wir schon dreimal überholt haben. Scheiß Pulk vor uns.
das geht jetzt gleich auf die Zielgeraden. Da werden wir dann einige wieder schlucken können. So, die Mindestqualifikationsplatz, den haben wir gerade erreicht. Den dritten. Aber noch fast alles verspielt hier gerade. Arschloch, Mann. Da konnte ich jetzt gerade nichts für. Wenn wir da unseren Bonus verloren haben, bin ich sauer. Jetzt haben wir, glaube ich, verloren, aber da bin ich auch selbst hinten drauf gefahren. Aber nicht, weil ich sauer war. Weil sauer geworden wäre ich,
Wenn das nicht passiert, wären wir trotzdem unseren Bonus verloren gehabt hätten. Also willst du wohl nicht jetzt, dass ich niese? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Da wären wir nicht mehr. Okay. Aber zweiter. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Keine Sekunde bis zum ersten. Sehr schön. Haben wir schon die Hälfte für den Fahrermarathon. Oh, wunderbar. Da ist ja super. Bei den nächsten Wagen. In Frankreich. Hier schon mal gefahren? Kommt mir gerade übrigens unbekannt vor. Wir haben uns doch in der ersten Runde schon schön vorgekämpft. Bis zum siebten Platz.
So ein Penner hat mich da hinten angestupst. Der Frager! Wieder mal. Verdammt, hier haben uns aber gut verbremst. Jetzt noch oder was? Ja, nichts mit Windschatten. Aber eine Windschattenprüfung machen lassen. Jetzt echt frage, wofür gibt es diese Prüfung bei den Lizenzen? Mercedes AMG, ein paar PS und mehr unter der Haube, wie wir. Oh, Entschuldigung.
jetzt verfahren? Verspiel doch nicht alles, Mann! Das ist die letzte Runde. Habe ich mich verbremst. Da wollte ich ihn noch unbedingt in der Kurve kriegen und habe mich damit total vertan. Ach, Dritter. Das heißt, wir haben unseren Wagen. Suzuka. Mein Platz bis jetzt aufgeholt. Langsam anfangen.
Mann, komm, komm, Mann. So, da haben wir unseren Wagen. Nur mit dem Platz halten. Letzte Runde erst.
ist der erste schon mal weg. Zehn Sekunden fast. Naja, wenigstens habe ich mich vom Rest des Feldes auch einigermaßen abgesetzt. So, das war eigentlich locker durchfahren können. Warum habe ich jetzt gerade was im Hals stecken? Da nichts gegessen. Nichts getrunken, ich bin hier schön meine Runden am Fahren. Warum kratzt es da jetzt? Halb Sekunden runtergefallen, den Vorsprung. Gehustet. Zweiter Platz. Dann haben wir unseren dritten Supra. Und damit 9 Punkte bis zur Stufe 21. Auf jeden Fall können wir jetzt die Menükarte wieder abgeben. Und ja, gehen wir zurück ins Café. Ich weiß es. Ach so. Das ist nur ein Foto. Ich wollte gerade sagen, wie sieht das Café denn jetzt gerade aus? Jeremy kennen wir, glaube ich, schon, oder? Mann, das ist vielleicht mal ein Schlitten.
Ich muss Sie warnen, ich habe eine Menge dazu zu sagen. Ah, das ist der GR Supra, der nur einen Monat nach Marktgang am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilnahm. Wussten Sie, dass der Fahrer für die erste Etappe im Finale Toyota-Präsident Aiko Morita Toyoda höchstpersönlich war? Also der Mann, der den GR Supra zum Leben erweckt hat. Das Auto war im Grunde das Serienmodell plus die minimal für Rennen erforderliche Sicherheitsausrüstung. Aber nichtsdestotrotz erreichte es insgesamt Platz 41 und wurde Dritter in seiner Klasse. Er hat ganz klar bewiesen, was für eine Leistung der GR Supra bringen kann. Dieser Supra kehrt nach 17 Jahren Pause zurück und ist ein echter Toyota Sportwagen. Beim Wechsel von Celica zum Supra versuchte Toyota nicht, eine eigene Designidentität aufzubauen. Als hätte es die Vergangenheit nie gegeben, setzte man weiter auf Innovation. Und obwohl dem Celica Respekt gebührt, ist seine Präsenz hier nicht spürbar. Der Supra wurde am Reißbrett entworfen und knüpfte bei seinem umwerfenden Debüt nicht an die Vergangenheit an. Zwar teilt sich der Supra ein paar Teile mit dem BMW Z4, aber mit seinem komplett anderen Design grenzt er sich ab. Allerdings hat er einen kleinen Makel. Mit einem breiteren Design hätten die Karosserieseiten effektiver zur Schau gestellt werden können. Zugegebenermaßen schielt man dabei ein wenig auf den FT1. Das waren sehr wertvolle Einblicke in das Auto. Haben Sie vielen Dank. Aber sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Der Toyota Supra ist seit langer Zeit unter Sportwagenfans sehr beliebt. Er ist bekannt dafür, einen leistungsstarken Reihenmotor mit einem Heck. Er ist bekannt dafür, einen leistungsstarken Reihenmotor mit einem Hinterradantrieb zu verbinden. Er ist schneller und bringt mehr Leistung als der Toyota 86. Er besitzt auch einiges der Essenz des 2000 GT, dem legendären Toyota, der erstmals im Jahre 1960 erschien. Der Supra hat auch eine lange Motorsportgeschichte. Der A70 Supra zum Beispiel hat im Jahre 1986 an einem landesweiten Tourenwagenrennen in Japan und diversen internationalen Rallye-Events teilgenommen. Sein Nachfolger, der A80, feierte 1993 sein Debüt. Er schlug sogar über seine Heimat in Japan hinaus Wellen und nahm sogar am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Der Supra wurde weltweit noch bekannter, als er in der Fast and Furious Filmreihe auftauchte. Der Verkauf des A80 wurde im Jahre 2002 eingestellt, das heißt, der GR Supra ist der erste Supra seit 17 Jahren. Er wurde in Zusammenarbeit mit BMW entwickelt und ist ein komplett neuer Supra für eine neue Generation. Tourenwagen Weltcup 600 als nächstes. Dann schalten wir schon Barcelona frei. Landen Sie in den Top 3. Begeben Sie sich als nächstes zu Weltstrecken und nehmen Sie an den Tourenwagen Weltcup 600 Meisterschaft teil. Das ist richtig, Enkoff. Sie werden an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Beachten Sie doch, dass nur Fahrzeuge mit 600 LP oder weniger teilnehmen dürfen. Oder weniger? Was ist das für ein Cup? Mit anderen Worten, Sie können nicht mit Ihrem Auto aus dem Porsche Cup teilnehmen oder einem anderen mit über 600 LP. Aber keine Sorge, es gibt viele Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen. Ja, das wissen wir ja. Ihr Ziel ist es, insgesamt in den Top 3 zu landen.
So. Was bringt uns das Ticket denn ein? Boah. Chevrolet Corvette. Hier muss ich doch gleich mal wieder ein Foto machen und mal einem Arbeitskollegen schicken. So. Oh, das ist doch mal ein geiler Wagen. 450 Punkte, jawohl. Und was kriegen wir hierfür? Ja, man kann nicht immer Glück haben. Aber 30.000, das ist der höchste Creditsbetrag, den wir bis jetzt je per Ticket gewonnen haben. Auch nicht schlecht. So, der ist neu, der ist super. Der ist neu, der ist super. Der ist neu, der ist super. Und der BRZ von Supra ist auch neu. Aha, da ist die Corvette. Die haben wir gerade gewonnen. Da. Sind wir denn jetzt eigentlich mal mit meinem 61 Autos? Okay. So, wir können eigentlich mal eben nach GT Autos gehen. Versteifung und einmal waschen. Dann jetzt mal gucken. 640 haben wir hier, dem Wagen. Mit dem. Ah, weniger wie 640, genau. Fahrzeugeinstellung. Reifenhart. Wir haben nur Reifenhart. Okay, detaillierte. Ah, gut. Gucken, ob wir eben was runterkriegen. Ach, die kannst du wirklich. Triebe ist normal. Moment, bleibt doch mal da drin. Normal. So. Was wollen wir jetzt? Immer noch 640. Steckt man mit dem dürfen wir nicht rein. Die sind alle zu hoch. Okay. 512, 545, 535, 22. Sortieren nach Leistungspunkte. Gut. Da, die Corvette. Fast 600. So, Österreich, Japan und Kroatien.
5 Runden, 16 Mann wieder, gut. Nein, ich finde es nicht so prickelnd, dass es regnet, aber naja. Komm schon! Mal kurz unten aufs Display geschaut. Erste Runde, da hat man 3 Plätze nach vorne gekommen. Oh. Lecco Fano hier, das ist doch nicht wahr sowas. Ich bin einfach kein Regenfahrer. Auch wenn ich die Trophäe dafür bekommen habe. Die Regenlizenz habe. Oh, willst du mich verarschen, mein Freund? Ich bin im Grunde schon gar nicht mehr gefahren. Ich habe die Karre doch schon geschoben, in der Rutsch noch gebaut ist. Ey, sag mal! Ich glaube, ab jetzt sind wir wenigstens schon mal in den Punkten. Nein, die ersten 10. Der Sohl ist vor uns.
Das ist doch nicht wahr, Mann. Ich komme einfach mit einer Sackstrecke nicht klar. Ja, genau, setz mich doch direkt nach hinten. Nach ganz hinten. Penner. Ich mal sagen, das war's dann, wa? Mit Punkten. Ach nö. Ich hab gedacht, wir haben jetzt gescheites Wetter. Das. Ich will jetzt gerade was ausprobieren. Wenn wir jetzt noch mal machen. Quatsch. Hier unten mussten wir hin. Ob wir jetzt immer noch Regen haben. Oder ob das Zufallsgenerator jetzt ist. Nö. Da müssen wir durch. Und super, jetzt regnet es natürlich noch stärker. Haben wir ja gut hingebekommen, Herr Koch. Einmal Fisch bitte. Und dich selber. Ich schaffe es einfach hier nicht auf der Strecke zu bleiben, der Kurve. Zwei Plätze. Zwei Plätze in der ersten Runde geschafft, nach vorne zu kommen.
wir haben die Kurve mal gescheckt bekommen. Zumindest für unsere Verhältnisse geschafft. Die hier auch. Wow. Das war unser Bonus. Den Preis geht, glaube ich, diesmal auch nicht dran, dass wir es kriegen, oder? Jetzt hier wirklich nur um Meisterschaftspunkte diesmal. Platz da. Wäre ja zu schön gewesen. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn es so weitergelaufen wäre. Ich glaube, mit der Platzierung könnte ich sogar leben. Wenn die Rennen danach nicht bei Regen stattfinden, kann ich damit leben. Nein! Okay, das war's. Mit einem eventuellen Kampf doch noch um Preisgeld. Siebter. Verdammt. Ach komm schon, was mache ich denn jetzt hier auf einmal?
Ja, super. Mit Ach und Krach noch siebter. Jawohl, 4 Punkte. Wie gesagt, wenn die anderen zwei Rennen nicht augenregend sind, dann könnten wir es trotzdem noch schaffen. Werden wir jetzt sehen. Japan, Suzuka wieder. Im Trockenen. Yes. Da müssen wir aber mal anfangen zu holen, Mann, hier. Sollten wir die Strecke ja können. Da sind wir gerade das Gefahren. Bei den Subarus. Links halt nur einen anderen Wagen, obwohl der war schneller, der hatte mehr Leistung.
ja wieder ein schöner Pulk an Autos. Ja, wie gesagt, das sieht doch schon viel besser aus. Sieht gerade die Strecke. Weit trocken. Verdammt, ich war so schön rangekommen an die zwei.
Meine Fresse, Herr Anier! Letzte Runde. Wirklich in der Meisterschaft mindestens Dritter werden wollen. Müssen jetzt aber langsam was tun hier. Was tun, meinte ich angreifen, Herr Croft. Nicht zurückfallen. Oh, leck Mistdorf an den Füßen. Ich fasse es nicht. Ne? Irgendwann, als wenn die Konzentration aufgebraucht ist. Akku leer. Da rechts neben mir ein. Siebter. Mann. Acht Punkte gesamt. Das heißt, wir müssten jetzt schon gewinnen, um auf die 20 Punkte zu kommen, die der Erste hat, der Kokobo. Ah, der Gallo hat ja auch 20. Okay, ab jetzt werden die Rennen wirklich anspruchsvoller. Ist hoffentlich nur was dunkler die Strecke, weil es nicht mehr so hell ist.
Komm schon. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Klar. Komm schon, das ist doch nicht wahr. Doof kann man nur sein. Wieso kriege ich diese scheiß Kurve nicht mehr? Und dann bin ich Fünfter geworden.
doch nicht wahr. Als wenn ich nicht mehr gewinnen will. Punkte haben wir geholt. Sechster sind wir geworden. Ja, gut. Ich beende den Stream an dieser Stelle. Muss ich mich jetzt erstmal von erholen. Nein, ganz einfach. Ich habe andere Verpflichtungen gerade, die jetzt zeitnah anstehen. Und deswegen wünsche ich euch alles Gute und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.